Ein herzliches Willkommen zu einer Premiere auf meinem YouTube-Kanal und zwar Farming Simulator 22 und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Nehmen uns hier mal so einen freien Speicherplatz und da ich ja bei Null beginne, beziehungsweise ich bin ein neuer Farmer, das heißt, wir machen das Ganze mal auf einfach. Kann ich jetzt hier machen? Wähle eine Karte. Also Elm Creek, Hot Belleron oder nehmen wir Erlengrad. Ich würde sagen, ja, wir nehmen das mal. Und schauen einfach mal, was uns hier so erwartet. Im Moment ist es noch ein bisschen am Laden hier, wie ihr seht. Na, schon bei 60%, jetzt geht's langsam vorwärts. Wie gesagt, ich fange bei dem Spiel vollkommen von Null an und bin echt gespannt, wie das so ist, was sich da, ja, wie das so vonstatten geht, was wir da zu tun haben, das gemeinsam mit euch zu entdecken. So, können wir jetzt starten oder wie läuft das jetzt? Ja, können wir uns erstmal einen Charakter aussuchen. Ja, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Nehmen wir den mal Haare. Ich denke, das dürfte genügen. Haben wir hier noch irgendwie eine Farbe? Genau. Das sieht doch ganz gut aus. Bart haben wir keinen. Das lassen wir mal so. Genau. Dann ziehen wir uns. Naja. Das sieht doch gut aus. Das lassen wir auch mal so. Bin jetzt eh nicht so der Modeexperte, von daher. Die Arbeitsschuhe sehen doch auch ganz gut aus. Passen ganz gut, würde ich sagen, oder? Und schwarz nehmen. Nehmen wir die. Kopfbedeckung brauchen wir keine. Bin ich nicht so der Fan von? Nö. Oder? Nö. Nö. Handschuhe sind vielleicht immer ganz gut. Nehmen wir die. Brille brauchen wir nicht. Dann machen wir bestätigen. Wenn du mit dem Spiel noch nicht vertraut bist, empfehlen wir dir die Tour im Elm Creek oder Haut Leon zu absolvieren, um mehr über deine Aufgaben zu erfahren. Ja, das kommt jetzt ein bisschen spät. So, Karte vergrößern, verkleinern. Was haben wir denn jetzt überhaupt zu tun? Es ist 8 Uhr. Karte vergrößern. Gehen wir mal da vorne zu diesem Punkt dahin. Diesem. Das ist ein bisschen am. Schauen wir mal, was wir überhaupt tun können. Diesem Fragezeichen hier vorne. Tiere sind auf jeden Fall alle wohl auf, wie man hört. So, wenn ich jetzt wüsste. Wo springt's ja? Aha. Jetzt, sitze ich auf einmal im Auto drin. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir jetzt überhaupt irgendwo hinfahren sollen, müssen, dürfen. Wir sind überall Fragezeichen. Ich würde sagen,
Ich stelle das erstmal hier an die Seite, weil ich gar nicht weiß. Das ist die Karte. Wie steige ich denn jetzt wieder aus? So, okay. Hier sind überall Fragezeichen. Rufzeichen. Dann gehen wir mal zu dem Rufzeichen hier in die Dings, in die Tür rein. Schlafen? Nee, schlafen wollen wir nicht. Das auf keinen Fall. Kuhweide. Es wäre schön, wenn wir jetzt mal irgendwie eine Aufgabe hätten hier. Fahrzeughändler, Tankstelle, Käserei, Spinnerei, Supermarkt, Weizen. Aha, das ist wahrscheinlich das, was es zu Enten gibt. Wachstumskalender. So, das ist das Wetter. Preise. Fahrzeugübersicht. Finanzen. 100.000 Euro haben wir im Moment. Kredite haben wir 0. So. Das ist unsere Kuh, die wir haben. 18 Monate alt und ein Brown Swiss haben wir. 10 Kühe. 1.162 Euro. Verkaufspreis. Ah ja. Verträge haben wir auch noch keine. Produktionsketten haben wir auch noch keine. Statistiken. So, weiß nur leider nicht, was wir jetzt hier zu tun haben. Das ist jetzt gerade so ein bisschen meine Frage. Hilfe. Also ihr seht, ist einiges, was man machen kann. Wie gesagt, bin da noch so ein bisschen außen vor. Ich jetzt gerade im Moment nicht weiß, was ich zu tun habe oder ob ich was zu tun habe. Viehhandel. Ja, ich will ja meine Viecher noch nicht verkaufen, die brauche ich ja wahrscheinlich noch. Es wäre schön, jetzt mal irgendwie rauszufinden, was ich zu tun habe jetzt als allererstes. Das Silo ist leer. Dann sollten wir das mal wieder füllen. Kriegen wir doch eine Lieferung, oder nicht? Also normalerweise kommt ja dann ein LKW, der unser Silo wieder füllt. So kenne ich das zumindest. So, das wird die... Ah ja, das ist die Werkstatt. Das Silo ist leer. Ist natürlich weniger gut. Vielleicht muss ich auch wirklich da in das Haus rein, in mein Büro, um zu wissen, was ich überhaupt zu tun habe, weil im Moment bin ich noch so ein bisschen überfragt. Ich weiß nicht, könnt ihr mir helfen? Die das schon gespielt haben, könnt mir mal einen Tipp geben, wie ich hier anfange.
Wann möchtest du geweckt werden? 8 Uhr. Machen wir 9 Uhr. So, jetzt haben wir 9 Uhr. Hat sich jetzt irgendwas geändert? Nicht wirklich, oder? In Fahrzeug einsteigen. Was habe ich zu tun? Das ist die große Frage. Ankuppeln. Ah, sehr schön. Können ja mal so ein bisschen in die Gegend erkunden. Steuerung ist aber auch noch so ein Fall für sich, Kollegen. Ich könnte jetzt hier durch die Gegend fahren, aber es bringt ja auch nicht viel. Ich weiß ja gar nicht wohin. Fahren wir mal wieder zurück. Boah, alter Schwede. Ey, das ist ja Wahnsinn hier. Boah. Stellen wir den mal wieder ab hier. Wo ich den noch kaputt fahre. Wo, wie muss ich anfangen? Sagt mir bitte, wie ich anfangen muss. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung hier. Tut mir leid. Geld verdienen. Um deine Produkte zu verkaufen, musst du deine Produkte auf einen Anhänger laden und zu einem der auf der Karte markierten Verkaufsplätze fahren. Öffne das Preisfenster, um zu sehen, was jede Station akzeptiert und zu welchem Preis. Idealerweise möchtest du deine Produkte an der höchstbezahlenden Station verkaufen. Platzierbare Verkaufsstellen ermöglichen es dir, das Beste aus deinen Produkten herauszuholen. Verkaufe deine Produkte an einer der Verkaufsstellen, entweder direkt vom Feld oder verarbeitet in deinen Fabriken. Welche Produkte an welcher Verkaufsstelle verkauft werden können, erfährst du im Menü des Baumodus. Ah, ja. Okay. Das heißt, ist hier so ein Anhänger? Das wird dann wohl so ein Anhänger sein. Gehört mir. Gut. Muss ich nur.
ist das denn? Nix. Hier könnte ich einen Anhänger hinstellen, oder was heißt das? Ja, mit Futter drauf. Ich verstehe es noch nicht so wirklich, aber ist egal. Ach. Wie muss ich anfangen? Ich weiß es nicht. Geht es anscheinend nicht rein. Sorry Leute, aber ich bin gerade ein bisschen überfragt hier. Kann ich hier auf der Karte irgendwie Missionen finden oder so? Man muss doch irgendwie mal eine Mission starten können. Gibt's doch gar nicht. Da bin ich. Das ist also mein Hof. Okay. Okay.
Die Steuerung ist echt was für ein Arsch. Sorry, aber ist so. Super, hier kann man auch nicht viel machen. Oh, wenn ich mal wüsste, wie man startet, dann wäre ich ja schon ein ganzes Stück weiter. Aber ich muss da irgendwie meine Mission starten. Ich habe hier auch keinen Ansprechpartner, nichts. Die Silos sind alle leer, die würde ich ja gerne mal füllen, aber wie? Also ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wie gesagt, helft mir gerne in den Kommentaren, wie ich das Spiel starte. Beziehungsweise eine Mission starte, weil gestartet ist es ja. Aber wie ich überhaupt loslege, das würde mir sehr helfen. Ja. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich bin das erste Mal mit dem Spiel hier zugange. Und bin leider noch total unerfahren, wie ihr seht. Helft mir gerne weiter. Ich wäre euch sehr, sehr dankbar. Im Moment bin ich da leider noch total unerfahren. Ich könnte mir jetzt hier so einen Trecker schnappen, mich an den Anhänger da dran heften.
Für meiner Seite soll es das erstmal gewesen sein. Das war ein kleiner Einblick. Wenn ihr mir helfen könnt in den Kommentaren, schreibt es gerne rein, was ich zu tun habe, um das Ganze zu starten hier. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. In einer weiteren Folge bin ich hoffentlich etwas schlauer. Das war's mit der ersten Folge. Es ist noch nicht viel passiert, weil ich wirklich nicht weiß, wie ich starte. Das ist ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Wenn ihr wisst, wie man das Ganze in Gang setzt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal etwas Neues auf meinem Kanal zu sehen. Das war's mit Farming Simulator 22, Folge 1. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Ciao, Servus und Tschüss. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.